Jo, moin, ihr Süßen, da sind wir wieder. Folge Nummer, keine Ahnung, es müsste wohl 4 sein. Jedi Fallen Order, 5 Jahre nach dem Niedergang des Jedi Ordens. Und wir sollen uns gerade entscheiden, wir haben gerade den Planeten. Hast du nicht gesehen, ihn hier? Bogano haben wir gerade, ich behaupte es einfach mal so weit, wie es ging, erkundet. Wir sollen offensichtlich nochmal wiederkommen. Und wir wollen nach Zepho, wir haben als Alternative offensichtlich auch Datomir, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, nö. Die Mission heißt auf nach Zepho, also werden wir jetzt einfach uns dahin zeffen. Es geht los. Alles klar. Das schauen wir uns dann ja mal an. Grease, wie wär's, wenn wir etwas umdekorieren? Mantis? Wozu denn? Etwas Kunst an den Wänden würde nicht schaden, dann sieht man mal was Neues. Seit wann haben Sie Ahnung von Kunst? Das war schon immer so. Damals, als ich jünger war, habe ich mir alles angesehen, was ich im Jedi-Archiv auftreiben konnte. Haben Sie es auch bewertet? Nur bewundert. Als ich Sucher wurde, habe ich einiges im Original gesehen. Es gibt so viele Kulturen in der Galaxis und jede hat ihre eigenen Kunstwerke. Es war atemberaubend. Setz dich, Junge, wir landen gleich. Wir landen gleich. Geil, okay. Ah, da bin ich auf jeden Fall. Oh, ich dachte, ich hätte mich da gesehen, aber okay. Hui! Oh, das Auge des Sturms. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Fummel, fummel. Friede im Auge des Sturms. Und der hat vor 1000 Jahren schon gewusst. Nein, vor 5 Jahren. Oh, ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Wirklich viele Kekse im Mund, glaube ich. Also auf einmal. Viele Kekse im Mund kriege ich auch, aber halt hintereinander. Okay, festhalten, festhalten, festhalten! Das ist halt gut, dass er jemanden Landeplatz hingebaut hat. Oh. Ah, perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Okay. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Lloyd, Baby. Cool, Mac, cool. Hier drüben. Gute Arbeit auf Bogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Zepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Zepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Quatsch mich von der Seite an. Kann man nochmal mit der reden? Wollen wir nochmal mit der reden? Labert die mich dann mit dem gleichen Text voll? Ihr zwei habt viel durchgemacht. Ist nicht leicht. Ja, das stimmt. Aber ich denke an die, die an mich geglaubt haben. Wenn ich mich aufgebe, gebe ich sie auf. Solche Leute hast du sicher auch. Prof. Ein Freund auf Bracca. Er hat sich geopfert, damit ich lebe. Er hat an dich geglaubt. Es gibt viele, die von dir abhängen, auch wenn sie es noch nicht wissen. Mach weiter, Kerl. Für Prof. Für alle. For Paul, for all. Oder wie heißt der? Hieß er Paul oder Post? Wo ist denn der andere eigentlich? Den habe ich hier noch nie rumlaufen sehen. Der versteckt sich immer in seiner Kajüte da? Oder wie? Ich meine, wenn der 4 Hände hat, hat der dann auch 2... Egal. Nee, da will ich jetzt nicht ran. Kollege, hier geht's raus, glaube ich. Ja. Tür zu. Klappe zu auf du. So. Dann muss ich mal umgucken. Gute Arbeit. Ah! Geschafft. Geschafft. Hoffentlich hast du nichts abgekriegt. Ich möchte sehen, was das glaubst du so? Okay, mit wem redest du? Mit meinem Schiff. Der Mantis. Guter Name. Klingt gewaltig. Ach, was weißt du schon? Hast wahrscheinlich nie ein Schiff geflogen. Vielleicht bringe ich dir mal bei, wenn du mit deinem Jedi-Zeug fertig bist. Ja. Kriegst du auch einen kleinen Nachlass. Was? Die Haare sind der Hit, Alter.
Geil, Alter. Oh, schön. Gute Landung. Was? Oh ja, ganz locker. Kinderspiel für einen guten Piloten wie mich. Vor allem in einem Klassenschiff wie diesem. Geil. Das Baby war ein Mordschnäppchen. Der Werkzeugkasten ist der Knüller. Ich hab's gekauft. Also nicht direkt, aber so gut wie hier. Also eine kleine Leihgabe. Naja, eher eine große. Es ist gut, alles gut, wirklich gut. Hast du denn keinen Jedi-Kram zu erledigen? Los, Kleiner. Ja, du hüllst mich ja die ganze Zeit voll. Das ist ja, was soll ich denn da erledigen? So, was hier hinten so? Einmal sprinten, einmal um Block hier. Nimmt aber auch nicht ab, die Ausdauer, ne? Finde ich gut. Rock. Der Püste, das ist ganz schön, ne? Haben wir sowas wie eine Map eigentlich hier? Muss mal gucken. Da verschlossen und da offen und da offen. Okay, das wollen wir nochmal überprüfen, ob die auch wirklich verschlossen ist. Wir müssen ja hier nicht foppen lassen, ne? Da hinten liegt auch nix. Doch da. Oh, na gut. Ui. Hast du was gefunden? Haben wir schönes BD1 Skin, blau 1. Ah, würde wahrscheinlich besser zu dem Dingsabumser passen, ne? Hier so, hier, Anpassung. Nee. BD1. Blöd, dann passt er besser zum Schiff. Und dann sieht das nicht mehr so aus, als würden wir von DHL kommen. So. Da bewegt sich nichts. Ja. Hab ich verstanden. Oh, hier geht's rein. Das ist doch cool. Baufälliger Hangar. Zeffo. Okay. Wollen wir da hoch? Nö. Einmal nicht. Diese Kiste sieht zu hoch, um sich daran zu ziehen. Hoch. Du verstehen? Na gut. Ganz schön dunkel hier, ne? Oh, es war also was schön drin. Onschum-Antel erhalten. Bravo. Poncho, bravo. Da. Ja. In den Gaucho. Dann geht er durch die Gegend. Oh. Na? Datenbank, keine Lagerkiste. Oberste Behälter für den Transport. Ach so, wenn man sofort. Okay, zerbrechliche Ware, der besteht aus einem schweren Metall, das den starken Winden auf Zeffo mühelos standhält. Wie schön. Ganz wunderbar. Okay, dann weiß ich jetzt inzwischen auch, da können wir dann. Wow, wieso ist das hier so dunkel? Geht's so? Da hinten in der Ecke ist es damit einmal schweinedunkel oder was? Okay. Oh, denn? Muss das ja wohl sein. So, hier hinten auch, oder? Ja, hier interessanterweise nicht. Das ist ein interessantes Muster auf der Wand. Nur damit du es weißt. Wenn wir eins von den großen Dingern sehen, laufe ich weg. Warum? Wer wird mit deinem Jutas fertig, wenn wir zusammenhalten? Das sagst du. Ich bleibe lieber am Leben, bevor ich versuche, einen von denen zu erlegen. Okay. Das hört sich ein bisschen nah an. Sehe ich hier nicht ganz alleine? Ernsthaft? Auch diese Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Wozu bin ich eigentlich ein schöner Jedi, wenn ich hier absolut gar nichts machen kann? Ich höre Schüsse, ich höre alles Mögliche, aber nur ran komme ich da nicht. Was ist da? Guck da ran. Sieht das so aus, als würde das da runterhängen, oder ist das nachher, damit wir da runterfallen? Vermutlich. Also ich komme da nicht rein. Ich habe hier jetzt eigentlich nichts gesehen. Tür zu.
damit bleibt nur noch hier. Da hinten sehe ich schon wieder. Das sieht schon mal nicht so freundlich aus. Jetzt. Das ist ja schon wieder runterfallen. Oh. Die zerhacken da gerade irgendwie. Die sehen unfreundlich aus. Aufpassen, BD. Scannst du wieder? Oh, ist ein Stormtrooper. Sturmtruppler. Ihr größten Teil Angriffe, Lichtschwert, der Schüsse, bla bla bla, treffen nie was. Kannst du mich hören? Jo. Das Imperium. Sie haben Zepho. Wären sie der Mantis gefolgt, hätten sie uns schon längst umzingelt. Suchen sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei ihnen einzuklinken. Jo. Okay. Danke, BD1. Skatz. Die Skatz-Rakete, Alter. Hier hinten müsste da jetzt auch noch so ein Kollege sitzen. Den haben wir doch von da hinten aus gesehen. Genau, da hinten läuft er auch schon. Oh, das ist aber, der scheint noch ein anderer zu sein. Alter, was? Ist doch ätzend, alter Schwede. Meine Fresse. Und den haben wir da runtergeschmissen. Ist ja auch geil. Ich bin so gut wie tot. Und da. Oh, da hinten steht noch einer. Hilf mir, BD! Hilf mir, BD! BD? So, dass ich diesen Ding aber mal reinpinkeln? Nein! Ah, die kann man nicht. Echt? Ich bin schon wieder so gut wie tot, ey. Achso. Da liegen nicht zwei Monster. Zwei Helden, ja. Nein. Das ist noch einer. Dahin oder dahin? Man kommt auf jeden Fall da längs. Das ist doch auch schön. Okay, da unten war jetzt aber auch irgendwie nichts, wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist voll aufregend. Hier ist dann jetzt irgendwie. Okay, dann kommen, da können wir rein. Ey. Dann können wir aufpassen, ne? Nicht, dass hier noch irgendwelche anderen Kollegas in der Gegend rumrennen. Ja, das ist doch schön. Und hier irgendwo abspeichern? Glaub nicht. Ist überall. Oh. Haben die mich schon gesehen? Nein. Das sieht gar nicht gut aus. Bewegt sich dort jemand? Greift ihn schnell an! Formation halten! Konzentriere dich auf deine Abwehr! Ich kann dich ausschalten! Ich dich auch. Ah. Oh, Restricted Area. Warnung! Warnung. Dieser Bereich ist gesperrt, imperialer Code, bla 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 bla. Kein Verkauf oder Handel. Der Bereich oder insgesamt nicht? So, was haben wir da unten? Sieht da irgendwas? Da kommen wir bestimmt hoch, oder? Komm. Kann man nicht hoch? Da kann man auch nicht. Siehst du? Schau, schau. Schau, schau, miau. Okay. So ein Heal-Pack hätte ich gerne. Ne? Also, was war drin? Neuer Sender, okay. Return Sender.
Return to sender. Return to sender. Kann man da auch hoch? Käse? Nö. Ja. Voller Sturmtruppler. Oh. Verlassenes Dorf. Okay. Hast du gehört, was dem Kommando zugestoßen ist? Ja, ein Sprengers hat irgendwie in sein Quartier geschafft und hätte ihn fast gesprengt. Das heißt, jemand hätte das mit Absicht gemacht. Ach, das ist blau, okay. Das sollen wir dann wohl aufhalten tun. Der hat mich nicht gesehen. Wie denn auch? Komm und kämpfe! Oh. Schon spannend, Mission? Das hätten sie nach dem Speicherpunkt aus. Nee. Da. Hätte ja mal sein können. Verdammt. Nimm sie und geh! Ich locke sie weg! Master, nein! Getrennt. Macht Echo. Getrennt. Eine Tasche, die eine Familie zurückließ, als sie getrennt wurde. Der Vater sorgte für ein Ablenkungsmanöver, wodurch die Mutter mit ihrem Kind entkommen konnte. Was Bescheid. Da komme ich nicht ran. Na. War geil, dass sie mich hier nicht sehen. Richtig klasse. So, mal gucken, ob ich hier was werde. Die Jungs da, da muss ich auf jeden Fall warten, bis der Kollege da hinten weg ist. Sei vorsichtig, wenn Genghis in der Nähe sind. Naja, da komme ich nicht hoch. Niemand rettet mich, okay? Noch die Frage, naja, dann sieht er mich bestimmt. Da hinten komme ich wie hoch? Komme ich da hoch? Dann würde ich dann hinkommen und den wegmachen können. Ich denke, das wird die Reihenfolge sein, oder? Kommt man da hinten rum. Aber dafür müsste ich ja da irgendwo hochkommen und das sieht nicht so aus. So, wenn der mich anguckt, wäre das, glaube ich, nicht so schlau. Sondern eher, wenn der sich umdreht. Komm mal, mal. Holt ihn euch, bevor er sich erholt! Okay. Haltet ihn endlich auf! Feuer! Du bringst mich nicht um! Gleich haben wir ihn! Stim BD1. Danke. Stim BD1. Was könnte ich? Da lang oder da lang? Ich geh mal hier lang, was hier so kommt. Kommen wir da hoch? Nein. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Ah, okay, also hier hätte ich sehr viel schlauer hintenrum gekonnt. Also wenn ich hier reingelaufen wäre, aber da oben steht einer, deswegen bin ich da nicht, aber hier von hier hinten wäre ich sehr viel schlauer von hinten an die Jungs rangekommen. Das wäre wahrscheinlich intelligenter gewesen. Kann man da die Fahne hochklettern? Geht das? Ne. Hab ich gut gefunden. Oh. Ey, lass mal. Was?
Ach komm. Er hat keine Chance gegen uns. Wo denn? Information! Oh, zu verorgen. Du kannst ruhig blocken. Ich brauche nur ein paar Treffer. Du bist so gut wie erledigt. Hallo, ich block doch schon. Alter. Wir töten nur für das Imperium. Was? Der war jetzt aber echt ziemlich zäh. Da bin ich mal gespannt, Alter. Da müssen wir wieder von ganz von vorne anfangen. Das wird ja geil. Oh, ernsthaft? Alter. Und dann muss ich jetzt alles... Wir haben Sichtkontakt zu ihm. Nicht nachhaken. Erledigt. Schnell, fangt ihn. Ich musste schießen. Ich muss mich nur konzentrieren. Aber der Rest ist doch alles noch in Ordnung hier, ne? Oder? Das da hinten, das habe ich ja jetzt alles aufgehoben. Muss ich jetzt nicht noch den ganzen Scheiß nochmal machen, oder? Boah, Alter. Ganz hart jetzt. Ein Speicherpunkt wäre zwischendurch schon echt geil gewesen. Der würde denn jetzt... Warum kommt der nicht hier vorne los? Der müsste gleich da hinten rum wieder... rum die Dummen. Jetzt steht er da hinten. Auch ein bisschen scheiße, oder? Hey, identifiziere dich! Scanne den Einsatzbereich! Wo kommst du denn plötzlich hier? Alter! Oh Mann. Na, ach komm! Nein. Alter. Der hört dann auch nicht auf, rumzuwedeln mit dem Ding. Der schießt doch. Schieß. Feind! Hier ist ein Feind! Zurück! Bleib einfach zurück! Von da hoch? Wird man wahrscheinlich von da oben gesehen. Komm her, BD1. Oh, du bist's! Ja, richtig. Oh, ja. Was? Den Scout-Trooper scannen, ne? Sehr gut. So, wo war jetzt noch einer? Wer saß? Wo saßen wir? Ach, da oben, genau. Ja, mit dem komme ich anders gar nicht ran. Hab dich. Fernkampfunterstützung am Boden. In Ordnung. Ich wusste, das ist zu viel für ihn. BD1, stimmt. Danke. Jedi erreicht. Ach, der hat so ein... Okay, alles klar. Haltet genügend Abstand. Ich muss mich nur konzentrieren. Yo, in die Fresse. Oh, schön. So. Hätte jetzt ganz gerne endlich mal wieder einen Speicherpunkt, ey. Das wäre schon echt nice jetzt. Achso. Oh. Hab ich schon gesehen. Habe ihn im Blick. Sieht nicht gut aus. Du kommst hier nicht lebend weg. Okay.
Speicherpunkt, Leute. Speicherpunkt. Ja, geil. Hey. Was war Rummel, da Rummel, Rummel. Neues Outfit-Material erhalten. Das Farbe, das Outfit, der Farbe muss ich ändern. Okay. Das ist ein Speicherpunkt? Ja, Speicherpunkt. Sehr geil. Medizinieren. Das ist sehr gut. Ein neuer Fertigkeitenpunkt. So, was können wir denn noch Schönes hier? Das geht alles nicht. Das wie jetzt ist das. Also jetzt muss ich von hier unten nehmen. Okay. Also hier kann ich nicht mehr. Sprunghieb, Ausweichen, der Tritt, Sprinthieb. Verstärktes Verlangsamen. Du hältst verlangsamen kann Kerl sein Ziel länger verlangsamen. Kälte 1. Okay. Kells Macht erhöht sich. Das wird schon. Erstmal die Basis ausbauen, ne? Das wird schon, glaube ich, ganz schön. So, dann sind wir jetzt aber hier so mittendrin. Kommt hier hinten noch irgendwas Blaues, wovon ich was wissen müsste? Da auf jeden Fall nicht mehr. Das ist aber auch nice hier so. So, jetzt müssen wir ja hier. Hätten wir machen können, wäre jetzt hier noch jemand am Leben, ist aber nicht so. Hier steht noch ein Stühlchen. Okay, da werden wir wahrscheinlich auch gleich hoch können. Die Frage ist natürlich, ob wir hier jetzt irgendwo rüberkommen. So, das ist gar keine Wand, sondern... Ach, Scheiße. Soll man da drüben hinkommen? Und da steht ja nichts Aufregendes, oder? Vielleicht nicht. Also, kann ich eher um das hier gehen. Ah, sieht so aus, als ob. Aber der kann man aus dem Weg gehen. Oh ja, die gibt's noch. Aber zum Glück nichts. Komm wieder her. Ja, sicher. Nichts Schlimmeres. Na, ist noch schön. Das ist das BD1. Hey, ein Eindringling. Ja, jetzt haben sie hier. Ich erschieße ihn. Au. Arsch. Das Spiel da. Ih, die Wand runter. Okay. Oh, unter mir war jemand. Oder? Das eingebildet. Ne, das war eins von den Thronkrügen da. Okay. Das da hinten könnte vielleicht auch noch ein Speicherpunkt sein. Zu dem ich hoffentlich so rüberkomme. Jedi! Jedi! Ich werde nicht verlieren. Da noch jemand? So, jetzt erstmal nicht. Dann schauen wir erstmal, ob das auch noch ein Speicherpunkt ist dort drüben. Oder ob das nur so ein Ruhe-Dingsbums da ist. Nein, da haben wir tatsächlich noch einen Speicherpunkt. Das machen wir doch glatt. Und dann, ihr Süßen, machen wir mal für heute wieder Schluss. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch mal sowas wie ein Like, einen Kommentar gerne auch, wenn ihr Fragen habt oder euch irgendwas wünscht, außer natürlich größere Geldmengen und ähnliche Dinge. Also natürlich hier bezogen auf das Let's Play und ein Abo kostet auch nichts. Alles klar, bis dann, ciao.